So, Herr Willenbruch würde uns jetzt mal eine Neuheit vorstellen. Super Sache. Und wenn jetzt der Fisch beißt und ich aufstehen will, dann habe ich den Stuhl gleich dabei. Ja, dann können Sie sich direkt beim Drillen hinsetzen. So ist es. Wir waren ja gerade eben da oben, habe ich aus dem Fenster geguckt und dann habe ich gesehen, dass hier unten am Fluss ein Angler war und der hat auch noch einen Fisch gefangen. Und jetzt versuche ich hier mal schnell noch ein paar Würfe zu machen, während wir aufs Taxi warten, weil ich halte das sonst nicht aus. So, guten Morgen, Freunde, zu Tag 6 oder Tag 7. Und heute ist unser vorletzter Tag, ne, Herr Willenbruch? Ja. Sagen Sie mal guten Morgen nach Deutschland. Guten Morgen nach Deutschland. Das hat sich aber gerade so angehört, als wenn Sie sich freuen würden, nur noch eine Nacht. Nein. Ja, ja. Ich habe schon leicht einen Schock bekommen. Ich könnte nämlich noch was länger hier sein. So, jetzt zeige ich euch mal das Frühstück hier. Sehr viel Süßgebäck. Dann werden dann hier immer die Eier frisch zubereitet. Ja, sieht gut aus. Und ich habe mal den Lionel gefragt, was die normalerweise essen. Er sagte, die essen oft Nudeln. Mal kurz einen Check für euch machen. Schön lecker Reis. Nudeln, die werde ich mir holen. Perfekt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nicht alles, was hier drin ist. Ja? Hier kann man einem eine frische Suppe zubereiten lassen. Cool, das werde ich auch machen. Das gefällt mir auf jeden Fall besser hier, das Frühstück. Gut, ich muss jetzt auch mal was essen holen. Bis später. So, bei mir gibt es gebratene Nudeln mit Brokkoli und einem Vegetable Mix und Rührei. Für Sie auch, ne, Herr Willenbruch? Hier haben wir einen grünen Tee und Chili. What are you eating? The potato? Sweet potato. Sweet potato. Nice. Und Makrele und Banane und Ei und Brötchen. Also hier gibt's alles. Und die meisten essen ja auch noch eine Suppe. Naja, ich werde es auch mal essen. Guten Appetit. So sieht's hier aus dem Hotelzimmer aus, mal am Tageslicht. Ja, schön sauberer Fluss. Aber haben wir gesehen, da sind auch Fische drin. Nämlich asiatische Karpfen, die sahen aus wie Marmorkarpfen. Ja, das ist schon eine echte Großstadt, 10 Millionen Einwohner. So, Herr Willenbruch, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's zu Hangfeng. Zu Hangfeng? Das ist die größte Taschen- und Zeltlieferant in China. Und also, ach, der größte sogar? Ja, das ist der größte, was Gartenmöbel anbelangt. Mhm. Viele bekannte deutsche Marken für Gartenmöbel werden hier produziert. Ach, Wahnsinn. Wir haben nämlich ausgecheckt im ersten, jetzt hier im Hotel. Und wo werden wir heute übernachten? Ja, wir werden dann, wenn wir hier fertig sind, noch eine andere Fabrik besuchen. Und dann geht es nach Ningbo. Ningbo ist die nächste Kleinstadt hier, mit etwas weniger Einwohnern als Hangzhou, das heißt etwa 8 Millionen. Ich zeige euch noch mal kurz zwischendurch mal hier, wie es hier aussieht am Tage. Wir sind jetzt angekommen bei der größten Taschenfabrik, wie Herr Willenbruch sagt, hier in China. Die machen auch Kamerataschen und so weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es da drin aussieht. Ich werde euch mit reinnehmen, ich darf filmen und dann schauen wir mal. Und dann vielleicht kriegen wir ein paar coole neue Taschen zu Gesicht, die es dann nächstes Jahr auch geben wird. Und ich werde euch mit einbeziehen. Vielleicht habt ihr ein paar coole Ideen für Taschen. Also, gehen wir mal rein. So, das ist der Showroom. Immer wenn wir in so einer Factory sind, in einer Fabrik,
gibt es ja überall einen Besprechungsraum und einen Showroom und da kann man sich die Sachen angucken, die schon gemacht wurden, wo Patente drauf sind. Wow. So, hier geht's noch weiter. Sitzkeepen. Boah. Richtig gute sogar. Wahnsinn. So, Leute. Boah, richtig gute Taschen. Nice. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr haben wollt, was cool wäre, was wir mal hier in China beauftragen könnten. Oder was mal in die zum Beispiel Fisherman's Partner Shops rein soll. Weil das ist ja zum Beispiel jetzt ein Einkauf hier für Fisherman's Partner, den wir hier machen. Was fehlt da noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Was brauchen die unbedingt im Laden? Wow. So, Herr Willenbruch würde uns jetzt mal eine Neuheit vorstellen. Super Sache. Ja, und ihr könnt entscheiden, ob das in die Läden kommt oder nicht. So. Unheimlich bequem. Und wenn es jetzt kalt ist, im Winter, die Knie frieren und sonstige Teile, dann zieht man. Nee, unten macht man es zu. Entschuldigung. Genau. Vom her. So, einmal komplett zumachen, bitte. I think that one needs some arms. But anyway. Yeah. Also, jetzt hole ich noch das Schloss und werde den Herrn Willenbruch hier festmachen, dass er ja gar nicht mehr rauskommt. Dann so, ist at least I'm feeling quite well. Also eine super Sache, Leute, aber ein bisschen Arm bei Arm Freiheit sollte man schon haben. Ja, ne? Und wenn jetzt der Fisch beißt und ich aufstehen will, dann habe ich den Stuhl gleich dabei. Ja, dann können Sie sich direkt beim Drillen hinsetzen. So ist es. Also gute Idee, aber bedarf noch einer weiteren Optimierung. Optimierung. Ne? Ja. Aber wir sind hier gerade die Taschen am Optimieren. Wir machen quasi komplett neue Taschen, angepasst an die Bedürfnisse, die Angler, also wir wirklich am Wasser haben. Und ich gebe hier meinen Input mit rein, weil ich ja immer wieder merke, wenn wir am Wasser sind, und ich bin ja nicht gerade wenig am Wasser, 100 bis 150 Tage, was eine Tasche wirklich können muss. Und ihr könnt gespannt sein, es kommen richtig coole Taschen jetzt. Die werden richtig gut, gute Materialien. Die Dinge, die leicht sein sollen, sind aus leichtem Material, haben die perfekte Aufteilung, dass alle eure Boxen, alle das wichtige Tackle mit reinpasst. Ja, also kommt was richtig Gutes an Taschen auf euch zu. Herr Willenbruch, wann wird das wahrscheinlich da sein? Mai, Juni des nächsten Jahres. Ah, okay, dann müssen wir noch so lange warten. Ja. Okay, aber das Warten lohnt sich, Leute. Also wenn ihr neue Taschen braucht, wartet, es kommt was richtig Feines. Das können wir dann bis dahin wahrscheinlich auch schon online ordern, ne? Ja, ja, bis dahin werden wir, ich werde unter das Video schreiben, wo ihr die Taschen herkriegt, weil die werden richtig gut. Wir gucken uns jetzt Stühle an, weil da ist wieder eine hohe Nachfrage nach besonders diesen ganz einfach Klappstühlen, aber wenige haben die. Ich habe letztens auch welche gesucht und habe nur mit Mühe welche im Internet kaufen können. Und jetzt gucken wir mal, was die hier Feines haben. Und ich nehme euch wieder mit, ich darf hier filmen. Bin mal gespannt, wie das hier aufgebaut ist. Wohl eine der besten Factories, also Fabriken für Stühle hier. Wir sind gerade Stühle am Testen. Das ist jetzt aber nicht so spannend, deswegen schalte ich jetzt an der Stelle mal wieder ab. Wir machen hier Testsitzen einfach nur und gucken, welche gut sind. Ich habe schnell jetzt oben, als wir noch im Besprechungsraum waren, meine Route fertig gemacht. Warum? Weil wir waren ja gerade eben da oben, habe ich aus dem Fenster geguckt und dann habe ich gesehen, dass hier unten am Fluss ein Angler war und der hat auch noch einen Fisch gefangen. Ja, also habe ich direkt hier da vorne an dem Einlauf hat der, ich würde sagen, das war so ein 60er Fisch gefangen, ist danach auch direkt gegangen, hat den hochgeholt. Ja, jetzt habe ich hier schnell, ich habe eine Rute, eine Rolle, ein bisschen geflochtene Schnur mit und einen Gummifisch, einen kleinen. Hiermit wurde übrigens auch von dem Kanadier der Seabass der größte gefangen, richtig großer bei dem Tournament. So, und jetzt versuche ich hier mal schnell noch ein paar Würfe zu machen, während wir aufs Taxi warten. Weil ich halte das sonst nicht aus. Also, ich lege die Kamera mal hier ab. Und werde jetzt ein paar Würfe machen. Mal sehen, ob was geht. Oh oh, ich glaube, das Taxi kommt schon. Ich muss schnell ein paar Würfe machen. Ich
werde, denke ich, hoffe ich später nochmal Zeit haben zum Fischen. Yeah, coming! So, Taxi ist da. Wir werden uns später nochmal probieren. Bis später, Leute. Nach einer dreistündigen Fahrt sind wir jetzt in Ningbao angekommen. Also es ist auch in der Nähe von Shanghai. Das ist alles so ein paar hundert Kilometer entfernt. Auch hier haben wir, ich glaube, knapp 8 Millionen Einwohner. Und jetzt schaut euch mal das Hotel an. Das ist neu. Der Willenbruch war hier auch noch nie. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal einchecken. Dann sind wir heute Abend wieder zum Essen eingeladen, so wie jeden Abend. So, wir sind wieder in einer richtigen Absteige gelandet. Richtig mieses Hotel. Spaß. Guckt euch das mal an. Das ist richtig krass. Das ist ein neues Hotel hier. Schon mal ein schönes Bettchen. Wir haben hier schön alles voll mit Spiegeln. Hier schöne Routenablage. Ist extra für die Routen gemacht von mir. Ausblick. Boah, krass. Wahnsinn. Wow. So. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Hier haben wir einen Blick ins Badezimmer. Hier, das ist die Dusche. Die kann man mit dem Vorhang zumachen. Eine schöne Minibar. Gut gedeckt. Keine Ahnung, was das ist. Badezimmer ist auch ziemlich krass. Feine Badewanne. Und hier die Toilette ist der Hammer. Hier kann man sich sogar eine Arschspülung geben und den dann trocknen lassen. Man kann das aber auch sein lassen. Naja, ist auf jeden Fall ziemlich modern und gut hier alles. Und ein schönes Ankleidezimmer. Sehr, sehr edel. So. Ich werde aber jetzt mich ein bisschen beeilen, weil wir uns unten in der Lobby treffen. Wir werden nämlich abgeholt von dem Fahrer aus der Rollenfabrik und dann werden wir uns die Rollenfabrik anschauen und gucken wir mal, ob wir da ein paar Rollen produzieren lassen. Bis später. So. Also, wir sind jetzt aus der Rollenfabrik raus. Dort durfte ich nicht filmen. War ein bisschen undercover, weil viele Firmen hier unter anderem auch Teile produzieren lassen. Naja, und wir hatten auch nicht so viel Zeit und jetzt sind wir wieder eingeladen worden. Wir sind in einem anderen chinesischen Restaurant. Und das sieht auch wieder krass aus, was es hier gibt. Das muss ich euch mal zeigen. Der Wahnsinn. Also zuallererst mal, hier kann man sich aussuchen, was wir gleich alles auf dem Tisch haben wollen. Ihr kennt das Prinzip mit dem runden Tisch. Der Willenbruch ist fleißig am Schauen. Ich suche eigentlich nach gebratenen Nudeln und versuche heute die Seegurke zu vermeiden. Ich hoffe, die wird es nicht geben. Und jetzt schaut euch das mal an. Wieder ganz komische Fische hier. Schreibt mal in die Kommentare, wenn jemand weiß, was das hier ist. Das sieht aus wie irgendwelche Salamander, Riesensalamander, die unter Wasser leben. Ganz, ganz komisch. Also hier gibt es echt alles. Und jetzt suchen wir weiter aus. What? Ja, yeah, I see it. Yeah. Haben Sie den auch schon gegessen, Herr Willenbruch? Ja. Und? Furchtbar. Wonach schmeckt der? Wie ganz trockene Hühnerbrust, ohne Geschmack. Ja. Muss man nicht haben. Okay. Das nenne ich mal einen Tisch, oder? Das nenne ich mal einen Tisch. From the health and good growing of your babies. Thank you. 你前面一个是女儿啊？嗯，第一个儿子。两个儿子现在？没有，两个女儿，两个儿子麻烦点。哦，你现在是女儿，我一直以为你是儿子。没有，第二个女儿，第二个儿子麻烦点。So, ich werde jetzt weiter genießen, werde jetzt weiter in Ruhe essen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder in der Rollenfabrik. Macht's gut. Tschüss.